Hallo, ich möchte dir heute zeigen, wie du mit PowerPoint Lernvideos erstellen kannst. Ich unterscheide zwischen drei Arten von Lernvideos in diesem Video jetzt. Und zwar, je nachdem, welches Equipment du zur Verfügung hast, wirst du die eine oder andere Art verwenden. Also die erste, die ich dir zeigen werde, ist eine Bildschirmpräsentation aufzeichnen, wenn du einen PC zur Verfügung hast. Das heißt, du kannst nur tippen, du hast keinen Stift, du kannst nicht mit der Hand schreiben. Das zweite Video, das ich dir zeigen möchte, ist, wenn du ein Tablet mit Stift hast, wie du dann deine Bildschirmpräsentation aufzeichnen kannst. Und als drittes zeige ich dir dann auch noch, dass man natürlich auch den Bildschirm aufzeichnen kann, also Screen Recording. Das wäre ein Beispiel für eine Videoaufnahme mit PC. Das heißt, ich starte immer mit einer Startfolie, damit man weiß, um welches Kapitel es sich handelt. Ich drücke mal auf Play, dass man sieht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt den Ton vom Video ausgeschaltet, damit wir uns nicht gegenseitig hier niederquatschen. Also es kommt einfach der Lehrinhalt, den ich vorher getippt habe, der Reihe nach ins Bild, also so, als würde ich ein Tafelbild hier produzieren. Spreche dazu und erkläre den E-Lehrinhalt. Das geht so weiter. Ich spule jetzt einfach mal ein Stück vor, bis ich den gesamten Lehrinhalt erklärt habe. Und ganz zum Schluss empfehle ich dann immer eine Abschlussfolie, wo man sich verabschiedet, damit es nicht so ein abruptes Ende gibt. Das zweite Beispiel, das ich dir zeige, ist ein Video, das ich aufgenommen habe auf einem Tablet mit Stifteingabe. Das heißt, ich beginne auch hier mit einer Titelfolie, damit sich der Zuseher auskennt, worum es geht. Und dann schreibe ich allerdings mit Stift. Das heißt nicht nur, ich bereite sehr wohl die Angabe oder ja, den Lehrinhalt zuerst teilweise am PC vor, das heißt einfach an der Tastatur, also es muss nicht der PC sein, kann auch am Tablet sein, aber die Rechnung, das heißt die Erklärung, die schreibe ich dann per Hand, so wie es der Schüler auch ins Heft schreiben würde. Ich spule mal ein bisschen nach vorne, damit man ein bisschen mehr sieht. Ja, also hier sieht man dann schon die Berechnung. Am Schluss kommt dann wieder eine Abschlussfolie zur Verabschiedung. Das dritte und bereits auch letzte Beispielvideo, bevor wir loslegen, ist eines, wo ich auch Screen Recording verwendet habe. Das heißt, wir sehen hier wieder die Titelfolie. Ich klicke auf Play und dann habe ich hier ein GeoGebra-Applet. Moment, wo kommt es? Hier kommt es. Abgefilmt. Das heißt, die Angabe habe ich ganz normal in PowerPoint auf einer Folie getippt. Aber dann hier Screen Recording verwendet. Das heißt, in GeoGebra etwas erklärt, hier mit Schieberegler, damit man auch wirklich sieht, wie sich diese Funktion verändert. Weiter hinten in dem Video, ich spule mal wieder ein Stück nach vorne, da kommt dann die Berechnung und dann müssen die Schüler hier auch lernen, wie man das Ganze in den Casio Classpad 2 in diesem Fall in den Taschenrechner eintippt. Und so habe ich einfach die Software, die ich von der Firma erhalten habe, hergenommen, abgefilmt und den Schülern damit gezeigt, wie man das Ganze in den Taschenrechner eintippt. Das ist sicher auch eine große Erleichterung, um das nicht im Unterricht machen zu müssen. Der eine vertippt sich hier, der andere dort. Es dauert meistens sehr, sehr lange. So können die Schülerinnen und Schüler das ganz in Ruhe zu Hause eintippen, sehen, was getippt wird. Wenn es ihnen zu schnell ist, können sie zurückspulen, sich das nochmal anschauen. Also vor allem für die Einführung in das Arbeiten mit dem Taschenrechner, jetzt sowohl in der Unter- als auch in der Oberstufe, kann ich das nur empfehlen. So, jetzt geht's aber los zu dem, wie man so etwas denn erstellt. Vorausschicken möchte ich gleich mal, dass hierfür die Office 2019 oder Office 365 Version von PowerPoint erforderlich ist. In den Vorgängerversionen gibt es diese Funktion noch nicht, also man musste sie extra installieren, also diese Aufzeichnung, das gab es da noch nicht, dieses Menü. Einfach mit der rechten Maustaste oben im Menü auf eines dieser Worte, Start, Einfügen, Entwurf, Übergänge und so weiter, einfach draufklicken, rechte Maustaste, nicht die linke, dann auf Menüband anpassen.
Du erhältst dann dieses Fenster. Auf der rechten Seite findest du im etwas unteren Bereich dann dieses Aufzeichnung und da ist standardmäßig kein Häkchen gesetzt. Das heißt, hier bitte einmal anhaken und anschließend auf OK klicken. Du kannst wahlweise mit einer Lernpräsentation starten oder auch mit einer Vorlage. Das ist ganz dir überlassen. Denk nur daran, dass zu viel Schnörkel und Schnickschnack eher vom Lernhalt ablenken, als wirklich hilfreich sind. Auch die Übergänge würde ich im PowerPoint nicht unbedingt verwenden. Eher etwas schlichter und einfacher, denn dann ist die Konzentration eher auf den Lehrinhalt gegeben. Ja, meistens verwende ich eigentlich nur drei Folien. Ich brauche eine Startfolie, wo erklärt wird, worum es geht im Video. Eine Folie, wo der Lehrinhalt draufsteht. Zumindest wenn ich mit Stift schreibe, dann schreibe ich einfach die Folie voll. Ansonsten habe ich hier dann mehrere Folien und am Schluss eine Abschlussfolie, wo ich mich verabschiede. Wir wählen jetzt das Menü Aufzeichnung aus und da geht's auch schon los. Hier habe ich eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Das heißt, ich habe hier einfach meinen Lehrinhalt, so wie ich ihn präsentieren möchte, auf meine Folien geschrieben. Hierfür empfehle ich, nicht die Funktionen von PowerPoint zu verwenden, dass der Inhalt erscheint. Das ist eigentlich nur mühsam und nicht notwendig. Man kann einfach die Schlussfolie, sozusagen, das wäre diese hier jetzt, vorbereiten. Dann mit der rechten Maustaste auf Folie duplizieren und sukzessive Teile davon von dieser Rechnung einfach weglöschen und dann hat man das gleiche Ergebnis, wie wenn man da jetzt Zeile für Zeile oder Teil für Teil hereinwandern lassen würde. So, ich gehe auf die erste Folie, auf das Menü Aufzeichnung und dann wähle ich Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Jetzt haben wir eine ganz andere Ansicht, aber ich denke, sie ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Die drei Buttons Aufzeichnen, Beenden und Wiedergeben ganz oben sind, glaube ich, klar. Wenn man Notizen in PowerPoint verwendet hat, dann kann man diese hier pro Folie anzeigen lassen. Hilft vielleicht ein bisschen, dass man sich erinnert, was man alles zu dieser Folie dazu sagen wollte. Und auch wenn ich nur einen PC mit Maus habe, kann ich sehr wohl die Stifte hier unten benutzen und einzelne Teile auf meiner Präsentation markieren oder einringeln. Schreiben würde ich jetzt mit der Maus nicht unbedingt empfehlen. Ich klicke auf Aufzeichnen und nachdem der Computer heruntergezählt hat, 3, 2, 1, jetzt läuft die Aufzeichnung. Das heißt, ich begrüße hier meine Schülerinnen und Schüler und wenn ich fertig bin, gehe ich hier rechts zur nächsten Folie. Hier erkläre ich dann, dass ich ein Halb plus ein Drittel rechnen möchte, dass man erweitern muss und so weiter und so fort. Hier erkläre ich einfach meinen Lehrinhalt Schritt für Schritt und wenn ich fertig bin, bespreche ich noch die Schlussfolie. Hier kann man natürlich auch noch was draufschreiben, wenn man möchte und das war es im Prinzip. Die Bildschirmaufzeichnung funktioniert folgendermaßen. Man bereitet sich das Programm vor, das man abfilmen möchte, also hier in meinem Fall GeoGebra. Ich mache das Fenster meistens ungefähr so groß, wie meine Folie groß ist, damit ich nicht unnötig dann Platz verschwende auf meiner Folie, wo nichts gezeigt wird. Man muss sich ja immer wieder vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler die Videos dann eventuell auf dem Smartphone anschauen und dann wäre es nicht gut, wenn die eh schon sehr kleine Schrift dann noch kleiner werden würde, nur weil man das Seitenverhältnis nicht dementsprechend angepasst hat. Ja, wenn man das vorbereitet hat, klickt man in PowerPoint auf Bildschirmaufzeichnung. Das ist bei mir jetzt nur grau, weil ich ja gerade aufnehme. Deswegen habe ich hier jetzt Screenshots erstellt. Also man erhält hier dieses Menü mit dem roten Punkt, zeichnet man auf. Aber vorher müssen wir zuerst den Bildbereich, den man aufzeichnen möchte, auswählen. Das heißt, ich möchte ja hier außen den Desktop nicht mitfilmen, sondern nur GeoGebra. Das heißt, hier wählen wir zuerst aus, welchen Bereich man überhaupt da jetzt abfilmen möchte. Sieht dann so aus. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen roten Rand bekommen, einen strichlierten. Jetzt ist klar, der Rest ist ein bisschen so hellgrau geworden. Jetzt ist klar, dass man nur GeoGebra abfilmt. Ja, Audio ist eingeschaltet, damit man einen Ton hat. Den Mauszeiger sieht man auch. Ist sicher auch ganz hilfreich, wenn man ein Programm abfilmt. Und wenn man fertig ist, dann noch hier auf den Stopp-Button
klicken. Das heißt, sobald man auf Aufzeichnen klickt, dann wird heruntergezählt von 3, wird heruntergezählt, damit man ein bisschen Vorbereitungszeit hat und weiß, jetzt geht's gleich los. Sieht in etwa so aus, 3, 2, 1 und dann startet man mit den Erklärungen. Wenn man fertig ist, klickt man einfach hier auf Stopp. Ganz wichtig, dieses Menü verschwindet standardmäßig. Das heißt, entweder man klickt hier vor der Aufnahme auf diese kleine Pinnnadel, dann bleibt das Menü, oder man fährt einfach mit der Maus wieder auf diesen Bereich oben am oberen Bildschirm ran, dann erscheint das Menü auch wieder, damit man auf Stopp klicken kann. Das muss man irgendwie wissen, weil sonst weiß man irgendwie nicht, wie man die Aufnahme wieder stoppen kann. Also ganz wichtig, anpinnen oder einfach mit der Maus rauffahren. Wenn du mit deiner Aufnahme fertig bist, dann klickst du einfach auf Als Video exportieren. Es öffnet sich diese Ansicht. Unbedingt bitte stelle hier ein, dass du eine niedrigere Auflösung brauchst, denn Full HD wird bei den Schülern wahrscheinlich nicht erforderlich sein. Standard reicht meistens aus, um das Video auf einem Smartphone anzuschauen. Eventuell wäre HD noch empfehlenswert, aber sicher keine höhere Auflösung. Es produziert nur ein zu großes Video. Standard wähle ich jetzt aus. Ansonsten ist hier nichts einzustellen. Den Rest macht PowerPoint für uns. Das heißt, PowerPoint hat automatisch mitprotokolliert, wie lange wir pro Folie gesprochen haben oder wie lang das Video darauf ist. Das heißt, hier ist wirklich ansonsten nichts einzustellen. Einfach nur auf den Button Video erstellen klicken und schon geht's los. Das Video wird erstellt. Das heißt, wir werden noch gefragt, wo es gespeichert werden soll. Ich speichere es jetzt mal hier in diesen Ordner speichern. Ja. Und anschließend sieht man am unteren Bildschirmrand, also hier, wie weit die Erstellung meines MP4-Videos fortgeschritten ist. Sobald der Balken ganz nach rechts gewandert ist, ist das Video fertig und ich kann es mir anschauen. Soweit in aller Kürze zum Erstellen von Lernvideos mit PowerPoint. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick geben können und dir gezeigt, wie einfach das geht. Probier es einfach mal aus. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist ein Programm, das du kennst. Es ist nichts Neues. Also gerade mal diese zwei Funktionen. Die restlichen habe ich jetzt nicht erwähnt, wie Screenshot und dergleichen, weil ich glaube, die sind selbsterklärend. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, dann weißt du schon, wie es geht. Viel Erfolg!